Moment. Erstmal die Umrisse ziehen. So. So, dann noch hier die Straße. Oh, warte, muss erstmal gucken. Oh, ja, ich habe jetzt ziemlich viel Geld für die Versorgung ausgegeben. Aber, ich meine, was tut man nicht alles für seine guten, treuen Bürger? Das nächste Verkehrsmittel. Ganz wichtig. Die Einnahmen sind gut, sie können aber besser sein. Ah ja, öffentliche Transportmittel. Kommt noch, keine Sorgen. Aber es läuft gut. So eine schöne kleine Kleinstadt. Schöne kleine Kleinstadt. Klein, 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 schön klein. Alles läuft nach Plan. So, kann ich eigentlich den, oder was brauche ich für die nächsten Schulen? Genehmigt. Boah, brauche ich da echt Bildungssektor für? Was sorgen Sie für 500 Schüler und Studenten? Studententag in einer Stadt der Region? Ja, habe ich doch locker schon, oder nicht? Warum ist das nicht abgehakt? Das habe ich doch auch schon locker. Ah ne, ich muss jetzt, glaube ich, das Ding aufbauen und dann kann ich es erst. Gemeinhaus in der Region zum Rathaus umwandeln. Bildungsniveau, Technikstufe, noch gar nichts. So viele nicht angemeldet. What the fuck? Ah, die melden sich immer so einen Tag, bevor sie zur Schule gehen an, okay. Interessant. Mache ich auch. Also, bevor ich zur Schule gehe jeden Morgen, melde ich mich erstmal da an. So, sonst komme ich da gar nicht rein. Und da sind schon so viele. 40? What? Es steigt. Oh, er wird größer. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, hey, wird nicht so groß. Oh, oh, er ist so groß. Oh. Hey, wohin mit dir? Ey, 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 ey. What the fuck? Der ist unmenschlich groß. ETF. Warum ist er so groß? Was ist mit dir falsch, Balken? What the fuck? Der Balken ist größer als das höchste Gebäude meiner Stadt. Das ist erschütternd, oh Junge. 300, ja. Erzähl mir mehr von diesen 800 Leuten. Das ist das beste in Balken-Diagramm, Alter. Ja, jetzt ist es kleiner. Weil die Maßstäbe jetzt angepasst wurden. Lustig. Die Industrie ist auch so ein bisschen größer geworden. Nicht sauberer, aber größer. Genau, wie ist die Verschmutzung eigentlich? Na ja, war das nochmal. Jo, ich glaube, das wird gleich gerade so knapp hier. Hier sollte ich langsam aufhören, Gebäude zu bauen. Ah, der scheiß Wind, der weht den ganzen Bullshit nach rechts. Ah, da ist ein Klumpen Kacke. Nein, geh weg. Du gehörst da nicht hin.
Okay. Wieder 76.000 in der Kasse. Und wie viel brauche ich für die nächste Stufe? 30.000, was? Ach, Hochschule, nice. Gib mir das was. Erhöht die Technikstufe umliegender Industriegebäude. Eigentlich nicht schlecht, ne? Technikstufe? Okay, very good. Wie blöd, dass ich kein Gymnasium. So eine Hochschule kann ich bauen, aber kein Gymnasium? Was? Hier, pass auf, hier ist Schule, ihr darfst nicht laufen, sagt die Fahne. Hey, muckst auf, Schule? Siehste, da kannst du Flaschen trinken, nur Hitze aufsetzen, irgendwas malen und Bücher aufreißen. Ah, sogar in Deutsch, ja. Krass, die Kapazität ist um 500 erhöht, sind so einem Teil. Krass, aber ich lasse es erstmal, ich glaube. So viele werden auch nicht hingehen, oder? Was für Bild? Oh, ist wieder voll. Oh. Ja. Da kann ich euch nicht helfen, meine Lieben. Hier, schwing deine Fahne. Werdet intelligent oder sowas ähnliches. Ah, genau, neue Schuldinger. Wir haben neue Bereiche angelegt. Okay. Genau, bauen wir noch hier so hier irgendwelche alten Haltestellen hin. Ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Industriekinder. So, Strom, oh, wird die langsam auch wieder knapp. Sorge ich mal für Nachschub, bevor es zu Ende geht. Okay, wie sieht es mit dem Wasser aus? Überschuss, Überschuss, alles kein Problem. Ah ja, wie pumpt, wird die Kacke abgepumpt, das will ich sehen. Ja, wird stabil abgepumpt. Es gibt Gebäude, es gibt Häuser, die überquellend voll scheiße sind. Das war voll scheiße. Was ist das Problem? Wertstoffmangel in Produktion angehalten. Echt? Hm. Sagst du, ich muss mehrere Gebäude bauen? Oder mehr Intelligenz einführen? Tausend. Stabil und der Kredit ist bestimmt schon abbezahlt. Nein, ist noch nicht abgezahlt. Was? Steuern bleiben für immer so. Das werde ich niemals ändern. Stellen Sie den Wut. Nein, geh weg. Das tue ich nicht. Und was wollen die? Es gibt so viele kranke Leute. Achso, im Krankenhaus. Was steht da? Behandeln Sie noch fünf? Sind eigentlich überfüllt die Krankenhäuser? Nein, eigentlich nicht. Patrouille. Ey, genau, wie läuft's eigentlich mit der Feuerwehr? Brandrisiko. Sieht ja vielversprechend aus. Okay, aber alles genauso hoch. Aber warum da nicht? Und da direkt schon. Was? Was ist das denn? So was wohnt hier. So. Gesundheitskarte. Krank. Geht eigentlich, ne? Ups. Da gab's Todesfälle. Aber das ist ein Geheimnis. Wie läuft's mit der Kriminalität? Hey, was ist denn da?
Was ist da los? Aber sonst ist Kriminalität ja ziemlich niedrig. Ja, in meiner Stadt läuft es gut. Keine bösen Männer oder sonst was. Das Gute ist, bei der Schule kommen die automatisch hin, die sind nicht zu blöd und können nicht zu Fuß laufen oder sonst was. Genau, wo wir gerade bei Transportmitteln sind, ich glaube, ich muss ein paar neue Haltestellen anlegen. Und zwar hier, hier und da. Da. Und das war's. Und können jetzt arbeiten, immer noch. Warte, ich glaube, die Müllhalde muss ich. Warte, ist das ein Unterschied zwischen Recycling und Müll? Kann ich ja von den Müllhalde wegreißen und damit die Dinger zum Müll verarbeitet? Ein theoretischer schon, oder nicht? Hm. Egal, ich lasse es noch. Oh, das hat so viel gekostet. 111.000. Krass. Ist aber nicht freundlich. Hallo Bürgermeister, meine Freunde und ich würden gerne eine Feuerwehrshow für alle organisieren. Wie die Sicherheit, es mag zum einen oder anderen Brand kommen, aber keine Sorge. Auf geht's, wir haben doch eine Feuerwache, also können wir es schaffen, dieser Auftrag auf jeden Fall Brände verursachen. Wird auf jeden Fall Brände verursachen. 15, ja, leck mich. Scheiß auf die Brände. Ich packe einfach noch ein Dingens hin. Und wo wird es gleich brennen? Genau, ich muss das Feuerrisiko angucken. Oh, da brennt es schon. Schon. Warum macht die Feuerwehr eine Feuerwehrshow? Das ist ein bisschen lächerlich. Und dann macht es auf jeden Fall noch Brände. Also irgendwie. Intelligent sind sie ja nicht. Okay. Erledigt. 6 Stunden. Komm, gib mir die Show. Ich will Feuerwerk sehen. Yay. Okay, soll sich die Feuerwehr den Arsch aufreißen für das, was sie selber machen? Ich gebe so viel für Parks aus, Alter. 1000, okay, eigentlich für alles, ne? Hm. Was gibt's eigentlich für Wohngebiete sonst was? Nicht ausreichend Ladenbesucher der oberen. Ah, jetzt brauchen die obere Einkommensstufe. Ich glaube, dann könnte ich mal denen behilflich sein und. Ich glaube, das reise ich ab und dann packe ich da was viel. Krasseres hin. Ich glaube das. Ja, mache ich. Mache ich. Stand da beim Abreißen wirklich auch, mache ich. Mache ich. Hat ja voll gepasst. Was gibt's zum Abreißen? Niedriger Grundstückspreis, niedriger Grundstückspreis. Interessiert mich nicht. Seit die Feuerwehr schon. Hart verkackt. Achso, der brennt jetzt noch. Ah, da. So. Jetzt dürften ein paar Einkäufe der höheren Einkommensstufe hinkommen. Oder? So langsam irgendwie, oder? Oh ja. Hier ist ja der richtig billige Bereich.
Kann ich den Grundstückspreis erhöhen? Ein bisschen mit Pax, aber auch mit irgendwas anderem, oder nicht? Hm. Egal. So, oh, 30.000 brauche ich. Oh, das ist jetzt zum Genick brechen. Wie viele Stunden noch? Eine. Viele Brände sind schon ausgebrochen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warum sind die nicht zufrieden mit dem Park eigentlich? Ah, Shopping-Angebote, okay, haben die hier. Interessiert mich nicht. Egal, wird schon irgendwann mit dem Bereich da. Irgendwann wird es denn besser gehen. Einfach nur abwarten. Ah, nice. Oh, 50.000 bekommen. Danke.